Lieber Freund, ich habe gerade an dich gedacht, denn du bist mir wichtig. Der Umstand ist nicht der beste, aber er ist richtig. So schreibe ich dir in der Annahme, dass du dich freuen wirst, von mir zu hören. Gerade bin ich umgezogen und die Wohnung ist schön und meine Mitbewohnerin ist nett, wenn sie mich nicht gerade aussperrt. Aber das ist nicht der Grund meines Schreibens. Mir ist daran gelegen, von dir zu erfahren, wie es dir geht. Deshalb melde dich doch bei mir. In Hochachtung, dein dich immer liebender Fetti. PS, dann sehen wir uns endlich mal wieder. Ich möchte dich bald wiedersehen. Bitte vergiss mich nicht. Fetti? Ja? Der Strom geht wieder. Der Strom geht wieder? Ja. Was? Das ist ja wunderbar. Dann muss ich ja gar nicht mehr hier so unplugged nicht spielen, sondern schreiben. Perfekt, Moment. Mist, die geht noch auf. Da kann ich ja endlich eine E-Mail schreiben. Perfekt. Ach ja. Weihnachten ist die Zeit, wo man mal Freunden wieder was Schönes schreiben kann oder Verwandten oder Bekannten oder der Liebsten. Wir haben zum Glück den glücklichen Umstand, wir brauchen nicht mehr so eine alte Schreibmaschine. Jetzt sehe ich erstmal wieder besser. Sondern wir können das auch ganz schnell machen. Über diese mobilen Devices wie PC, Tablet oder Handy. Wer möchte, schreibt doch auch mal jemanden, den er mag, einen Brief. Ich schreibe jetzt. Nee, ich schreibe nicht. Ich schneide jetzt. Außerdem nur so, bei dem Text, bei dieser Schreibmaschine, habe ich irgendwas eingestellt, immer wenn ich A drücke, Q gedrückt wird. Das heißt nicht, ich habe an dich gedacht, sondern ich HQ an dich gedacht. Also ich habe sowieso viele Fehler drin, aber HQ an dich gedacht und es flimmert, tut mir leid. Ja. Also mit einer alten Schreibmaschine schreiben ist gar nicht so einfach. Macht's lieber per Handy.